Erstmal gute Besserung an Leon. Ich weiß, dass du gerade im Krankenhaus bist. Du hast gerade Schmerzen, deine Rippen sind gebrochen. Da nochmal gute Besserung. Und jetzt komme ich schon gleich zu meiner Meinung. Und zwar, ich habe mir das Ganze angeguckt und der Leon hat da wirklich am Anfang ja eine große Fresse gehabt. Und ja, wenn man eine große Fresse hat, dann muss man auch abliefern können. Und ja, kurz gesagt, du warst ziemlich frech zu dem Stani. Du hast auf dem Wasser draufgeschmissen. Also, du hast ihn nass gemacht, sozusagen. Du hast sein Auto weggeparkt. Also, du hast ein Auto abschleppen lassen. Ich finde es eigentlich ziemlich frech. Und du warst auch bei diesem Face-to-Face, warst du auch ziemlich frech. Und du hast ja, eine große Fresse gehabt und du hast einfach nicht abgeliefert. Also, das war dann sozusagen die Strafe von Gott. Du hast da einen auf Macker gemacht. Und ja, für mich ist es einfach die Strafe von Gott, weil Gott hat dich dafür bestraft, dass du so frech warst. Mal angenommen, hättest du diese Sachen nicht gemacht. Du wärst einfach dahin gegangen, ganz normal wie ApoRed und KS Freak. Die haben mal nicht so viel Quatsch gemacht wie du oder fast gar keinen Quatsch. Und du hättest keinen Quatsch gemacht und so. Dann hätte Gott vielleicht ja, dich nicht bestraft. Also, das ist einfach irgendwo Karma in meinen Augen. Du hast ja immer wieder gesagt, du wirst ihn in der dritten Runde besiegen. Zu 100%. Aber ja, das ist einfach nur lächerlich, weil du es dann nicht geschafft hast. Er hat dich in der dritten oder vierten Runde dann besiegt. Du hast ja immer wieder gesagt, dass er 20 Kilo mehr wiegt und dass du deswegen verloren hast. Mal angenommen, du wirst jetzt 10 Kilo mehr, denkst du, du hättest schon gewonnen. Mit 10 Kilo mehr bist du auch ein bisschen unbeweglicher. Und glaub mir, das hätte nichts gebracht, weil der hatte schon diese Motivation zu gewinnen. Weil einerseits hast du den richtig nervig gemacht, du hast den richtig sauer gemacht. Und ich weiß nicht. Wenn ich solche Boxkämpfe immer angucke, dann sind immer solche Hampelmänner, die einen auf großen Macker machen. Selbst wenn ich den Hampelmann mache, dann. Komm hierher und alles. Ich bin dieser knuspriger Schweinebraten, der gerade 20 Kilo abgenommen. Chill doch mal so wie Klitschko, der ist schon mal voll ruhig und dann gewinnt auch fast alle seine Kämpfe. Dieser McGregor, der hat auch mal eine große Fresse und der macht sich mal zum Hampelmann, so wie du. Und ja, tut mir leid, wenn ich zu dir Hampelmann sage, aber das war echt eine Freakshow von dir. Und der McGregor hat das auch mal gemacht und hat auch vom K-Bib einen auf die Fresse bekommen. Die Leute, wo eine große Fresse haben, die verlieren immer. Glaubt mir, das ist immer so. Das ist ganz selten der Fall, dass die Leute, wo eine große Fresse haben, auch danach gewinnen. Ja, Leute, das ist meine Meinung zu dem Kampf. Wie gesagt, Leon, hättest du nicht so eine große Fresse gehabt, dann hättest du eine viel bessere Performance abgelegt. Du hast dich selber irgendwie ins K.O. gehauen, du hast dich selber gestresst, du hast selber gesagt, ja, ich muss auf Kampf gewinnen, ich muss hier den Hampelmann spielen, ich muss eine große Freakshow machen. Und dementsprechend hat er dir eine auch die Fresse gegeben. Du hast leider nicht abgeliefert. Aber ja, ich feiere deine Videos trotzdem. Du hast echt lustigen Content damals gemacht mit den Pranks und so. Und nochmal an dieser Stelle, sorry, wenn meine Meinung jetzt so ein bisschen blöd gewesen war. Aber ich denke mal, viele Leute denken so. Und ja, nochmal gute Besserung. Und in diesem Sinne, ciao, bella und adios, amigos.